Leute, willkommen zu diesem Video. Ja, es reißt nicht ab. Erst konnte ich nichts machen wegen dem Fuß. Und jetzt habe ich mir vorne Erkältung eingefangen. Nein, nicht das hohe C, sondern es ist wohl wirklich eine Erkältung, wie ihr vielleicht hören könnt. Deswegen werde ich auch nicht so viel in der Halle machen. Nur ein paar Kleinigkeiten. Und zwar das Druckluftsystem, weil das, was ich jetzt machen wollte. Darum geht es in diesem Video. Bitte verzeiht, wenn ich es anhöre wie ein, weiß nicht, wie ein halbsterbender Wal oder so. Ja, also fangen wir mal an. Ihr seht hier jetzt ein bisschen, ist noch nicht alles. Da hing ja mein Verlängerungskabel, das musste weg. Das hängt jetzt da hinten. Ich habe es eh da vorne kaum gebraucht. Also kannst du jetzt auch da hinten hängen. Wenn wir mal Strom rauslegen wollen oder sonst was, werden wir da noch eins. Weil da soll die, ne, nicht Wartungseinheit, doch, Druckminderer, Wartungseinheit dran, die ich hier habe. Warum nur ein Druckminderer und kein Öler? Da ich ja Akkuwerkzeug nutze und so gut wie keine Druckluftwerkzeuge benutze, die geölt werden müssen, finde ich es eigentlich unsinnig, einen Öler am Anfang von Druckluftsystem einzubauen, wodurch dann das ganze Druckluftsystem, alle Leitungen mit Öl, ja, sagen wir mal, kontaminiert werden. Wenn ich doch mal was lackieren will oder ausblasen will oder was auch immer, habe ich dann die Ölrückstände drin. Also wenn ich jemals ein Gerät habe, was Öl braucht, dann würde ich mir einen Öler holen, den man direkt unten am Anschluss dran dreht. Deswegen kein Öler direkt. Das hier ist so ein Wandanschluss. Der soll da oben rankommen, weil da soll später die Trommel dran zum Ausziehen. Das kommt aber, wie gesagt, später, weil die kostet immer 100 Euro und das ist jetzt im Moment nicht drin. Hier habe ich mir einen Reifendruckprüfer geholt. Braucht man ja. So, als Schlauch habe ich nicht dieses normale Gewebeschlauch geholt, sondern, ja, keine Ahnung, wie es heißt. Heißt das ein PVC? Auf jeden Fall, es sieht einfach schöner aus und es ist nicht so, ne, es ist, man kann ja sehen, es knickt nicht so schnell und ist auch nicht bei den Temperaturen so schnell steif. Ist ein besserer Schlauch. Innendurchmesser 13, also 1,5 Zoll, ist das größte, um die Luft auch zu den Geräten zu bekommen. Ich werde vermeiden, Kupplungen einzubauen, also hier so Trennkupplungen. Ihr sehen könnt, es sind eigentlich größtenteils nur Schlauchstücke, die man einschraubt. Zum Beispiel hier, der hat gar keine Anschlüsse links und rechts, da kommen Schlauchanschlüsse dran und dann kommt da der Schlauch dran. Warum? Weil ich diese Trennung nicht brauche. Also wofür? Was jetzt noch fehlt, ist Absperrhahn, der hier oben drauf kommt für den, weil die Dinger möchte ich absperrbar haben. Weil wenn du dein Gerät vom Druckluftschlauch abmachen willst, ist es drucklos immer besser als unter Druck. Erstmal gibt es ein hässliches Geräusch, was auch nicht gut für die Ohren ist. Und zweitens kriegt man die Geräte sehr schwer ab, wenn sie unter Druck sind. Also hier fehlt ein Absperrhahn. Da fehlt die Wand, der Wandanschluss, der hier hinkommen soll, der ist auch noch nicht da. Und der Absperrhahn dafür auch noch nicht da. Und die Halterung für den Schlauch, ich habe mir schon eine Halterung geholt für den Schlauch, um den vernünftig zu verlegen, sind auch noch nicht da. Doch, deswegen werden wir jetzt erstmal ein paar Kleinigkeiten machen, sprich, hier kommen die Dinger dran, den Schlauch können wir auch schon mal zurechtschneiden, weil das ist in dem Sinne der Teil, der geht dann von hier raus, hier hin, zu der Wartungseinheit, hier kommt noch ein T-Stück hin, oder hier, um dann nach oben zu legen, für die Wandbots. Das T-Stück genau ist hier. Wie gesagt, ist auch nichts absperrbar oder so. Ich denke, das ist das Simpelste und Einfachste, Vernünftigste. So. Moin Leute, ich weiß gar nicht, wo ich zuletzt war in dem Video, wie ihr hört. Ich habe mir da wieder eine heftige Erkältung angefangen. Ich konnte nicht mehr reden. Ihr merkt, dass ihr jetzt schon, dass ich auch nicht mehr so gut reden kann. Ich höre auch im Moment nicht so gut. Dafür im Moment Antibiotika fressen. Ja, ich... Ne? Der kranke Jens. Ich habe trotzdem ein bisschen weitergemacht, ohne Videoaufnahmen, weil man hätte mich eh nicht verstehen können. Und da will ich jetzt mal erklären und zeigen, was ich gemacht habe. Und
wie das Druckluftsystem jetzt aussieht, weil Thoreau hat uns auch was Geiles mitgebracht, was ihr jetzt seht. Cool, danke. Achso, hast du das mit dem Kessel eigentlich schon gezeigt? Achso, stimmt. Ich habe da was Gelbes bekommen von Thoreau. Sein alter Kompressor, der gestorben ist, aber es war da ein 100-Liter-Kessel. 90. Oder 90 Liter. 90 Liter. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist. 92. Ja, ist aber egal. Achso, 29. Ja, der wird in zwei Tagen 30. Kannst du ein Hackkennzeichen machen? Nee, den werden wir als zweiten Druckspeicher für den Kleinen nehmen. Dann hätten wir mit den 9 Liter 99 in der Sorte reichen. Ja, 99 reicht dicke. Ich habe ein 50 Liter habe ich. Und ich habe den Akkuschlagschrauber, jo. Den Presslufschlagschrauber von Stier mit 1200 Newton. Und dem, da kannst du stundenlang mitarbeiten, ohne dass der Kompressor einsackt. Also 50 Liter reichen, wenn du einen vernünftigen Aggregat dazu hast. Und ich nutze den sowieso nur auf 6,5 Bar. Ja, und bis 9 Bar ist er, glaube ich, geprüft. Coole Sache, oder? Wir haben dann mit dem Kessel, der original dabei war, 99 Liter Luftspeichervolumen, was eigentlich ausreicht dafür, dass wir mal was abpusten, vielleicht mal ein Druckluftwerkzeug benutzen oder mal Reifen aufpusten. So, jetzt will ich euch mal was zeigen. Entschuldigung, wenn ich manchmal so mache. Also ich popel mir nicht im Ohr rum, sondern nur so, weil das geht immer zu. Und zwar zum Thema Gewinde abdichten, weil ich da so ein bisschen hatte. Jo, wir kommen so auf den Chaostisch. Das hier, ich glaube, man jetzt Wandscheibe, weil man es an der Wand befestigen kann. Das soll ja da oben hin für die Ausziehtrommel, die später kommt. Wobei ich mich da noch mit der Position überlegen muss. Naja, auf jeden Fall ist jetzt der Kugelhahn gekommen, weil ich möchte ja die Anschlüsse abschaltbar auch machen, so dass man die eben drucklos machen kann, damit man Druckluftwerkzeug einfacher abkriegt. Das kam übrigens, ich habe es bei Amazonas bestellt, aus Barcelona kam das, ist ein Kugelventil. So. Und als Dichtmittel benutze ich das, weil das wirkt, also funktioniert wirklich. Ich hatte, da zeige ich gleich, ein paar Sachen so eingedreht mit diesem Teflonband, was man hier auch noch sieht an dem Teil. Aber es wurde nicht 100% dicht, vielleicht bin ich zu dumm dafür, aber das Zeug ist echt wunderbar. Vor allem braucht man mit dem Zeug auch nicht so viel Kraft, um Sachen reinzudrehen, wo man das Risiko hat, dass sie kaputt gehen kann, zum Beispiel hier bei den Wandanschlusskessel, ob man den jetzt sieht überhaupt im Bild. Den seht ihr noch nicht, vollgezahnt, egal. das ist nur Kunststoff mit Hülsen, das zeige ich gleich, da ist immer so ein bisschen Sache. So. Das ist das Kugelventil, das soll hier rein, Verstellung natürlich nach vorne und dann soll da jetzt noch, wo heißt die? Eigentlich zu wenig bestellt, wa? Musste so noch bestellen, weil mir fehlt. Scheiße. Mir fehlt nämlich jetzt noch, ich wollte noch einen Druckluftschlauch bauen. Den Nippelanschluss, weil ich den verwendet habe für den Kessel. Aber hier müsste doch noch ein. Echt zu wenig bestellt. Normalerweise müsste hier ein 1,5 Zoll auf Schlauchanschluss müssen noch sein, weil der sollte eigentlich hier oben rein. Das ist aber jetzt blöd. Okay, entweder habe ich den doch für was anderes verwendet oder ich war zu blöd beim Bestellen. Naja, das ist eh noch nicht ein Druckluftsystem angebunden, weil das T-Stück soll hier zwischen, dann runter, dann hier drauf. Dann können wir erstmal das Kugelventil einkleben. Und zwar, wie gesagt, ist ganz einfach. Wir haben hier unser Dichtmittel, das ist so ein bisschen honigartig. Tragen wir einfach aufs Gewinde auf. Einmal rundum schön dick. Ja, ist ein bisschen viel, aber egal. Und dann können wir es ganz einfach hier eindrehen. Es wird wunderbar dicht. Und wie gesagt, wir haben kaum Kraft, die wir ausüben müssen. So, das soll nach vorne zeigen. No. Ja, ist gerade, weil wenn einmal festgeklebt ist,
Das kann jetzt trocknen. Nee, da mir fehlt eh jetzt. Heute zeige ich mal das Druckluftsystem. So, wir fangen mal hier hinten beim Kessel an. Hier habe ich diesen Nippel benutzt, den ich eigentlich benutzen wollte, um Druckluftschlauch zu bauen. Den habe ich hierfür verwendet, weil ich wollte das gern trennbar haben. Hier geht nicht die Luft direkt runter. Hinten in den Kessel. Ach, da ist der Schlauchanschluss, das weiß ich. Boah, bin ich dämlich. Das ist der Schlauchanschluss, der fehlt. Der ist nicht da eingedreht. Auf jeden Fall geht es da in den Kessel. Das ist nicht abschaltbar oder trennbar. Geht es hier in den Kessel rein. Wir hätten theoretisch eigentlich hier auch noch zwei Ausgänge, die wir sogar einstellen können, den Druck. Aber ich überlege, das alles da oben abzubauen und zu verschließen. Weil das brauchen wir nicht, dieses ganze Ding hier. Gegebenenfalls könnte man hier vielleicht den zweiten Kompressor drauf bauen und vielleicht doch die Luft da reinleiten. Also guck mal. Wir gucken mal, weil, naja, dann geht auf jeden Fall die Luft hinten wieder raus. Wie ihr sehen könnt. Hier ist auch trennbar. Man könnte es natürlich festmachen, aber die Nippel waren jetzt drin und ja, es ist glaube ich auch nicht so schlecht, wenn man das schnell abbauen könnte. So, das ist wie gesagt der 90 Liter Kessel, 9 Liter und das Aggregat. Hier drüber wird noch Regal gebaut. Dann stört das auch nicht. Und das geht dann so. Da muss ich noch hier Halterung dran machen. Ist noch nicht gemacht. Ich habe mir extra diese Halterung hier geholt. Geht in den Druckminderer. Druckminderer habe ich wieder nicht aufgepasst. Und zwar habe ich keinen genommen mit einer Baranzeige. Sondern PSI. Aber ich glaube, so eine Baranzeige kann man auch wieder austauschen. Die ist eh nur da reingedreht. Macht aber nichts, 116 PSI sind 8 Bar, also man kann es das ungefähr merken. Ich habe wie gesagt nur einen Wasserabscheider, da ich nicht das ganze System vor Öl haben will, weil wenn man doch mal was lackiert oder sonst was machen will, hat man die ganzen Schläuche noch mit Öl voll. Wenn ich einen Öler brauche, dann benutze ich eigentlich direkt am Druckluftgerät nutze. Wie gesagt, das geht hier rein, wird entwässert. Den Druck kann man da einstellen, wenn man will. Und hier nach soll dann hier oder vielleicht da oben, muss ich noch gucken, das T-Stück rein. Ich denke mal, da oben kommt das T-Stück rein. Da geht von hier ein Stück Schlauch rüber. Hier habt ihr ja im ersten Teil gesehen, hatte ich das ja angeschraubt, wo die Wand, ich habe schon mal den Namen vergessen. Bin ich so gut drauf, sorry, wenn das, Wandscheibe, genau. Diese Wandscheibe wird dann da befestigt. So, dass wir aber auch noch an dem Absperrhahn kommen. Und da kommt dann eben die Ausziehtrommel dran am Arm oder was so einmal 15, 20 Meter, so dass wir einen Schlauch bis sogar rausziehen können und eine ganze Halle ziehen können. Und das reicht dann als Verteilung. So, da geht es hier oben hintergeworfen und geht hier runter in diesen Verteilungsblock. Natürlich auch abschaltbar, ne? Auf zu. Sieht man ja, da wollte ich einen größeren Hebel haben, dass man das leichter machen kann als dieses kleine Ding. Drei Anschlüsse, hat jetzt nicht mehr gekostet als nur zwei oder so. Die sind nicht billig, die Scheißdinger, verstehe ich nicht, ob die so schweineteuer sind. Es ist in dem Sinne nur Kunststoffgehäuse, wo Messinghülsen eingetreten sind. Da sind wir jetzt bei der Sache, was ich gesagt habe, mit diesem Teflonband etc. pp. Muss man die so kraftvoll reindrehen, dass die man Angst hat, dass da was kaputt geht. Die Druckluftkupplung hatten schon Dichtmittel dran. Die habe ich dann eingedreht, was auch sehr schwer ging. Aber es wurde nicht dicht. Deswegen habe ich ihn nochmal rausgedreht und jetzt, wie ihr sehen könnt, mit der Flüssigdichtung eingesetzt. Später kann man, das wird dann nur fest, wo kein Sauerstoff drankommt. Später kann man das nämlich noch alles schön abwischen, aber wir lassen es erstmal trocknen. Wie sieht das, ist das? Warum habe ich das nicht hier unten in der Mitte oder so gemacht? Ich sah es eher als Problem an, das irgendwie vernünftig mit dem Schlauch knickfrei verlegen zu können. Da, wenn ich das hier jetzt mache, kann man den Schlauch nicht nach oben legen, man müsste direkt in die Wand. Natürlich könnte man dann mit 90 Grad Winkel etc. pp. Aber wenn wir diesen Seitenanschluss und hier was dran macht, ne, die Seitenanschluss dran macht, dann kommt man auf eine ganze Werkbank mit zum Beispiel Ausblasepistole. Ich denke mal, das ist schon so okay. Also das ganze System ist Innendurchmesser 13 mm, wie man hier sehen kann.
Ich habe nicht diese komischen Gewebeschläuche genommen, sondern so auch bei Kälte relativ flexible. Es ähnelt so einem Gartenschlauch, aber einen guten Gartenschlauch. Es klickt nicht so schnell ab, man sieht. Es klickt nicht so schnell ab. Wir haben jetzt nur 4 Grad und es ist trotzdem sehr flexibel. Ne? Ich wollte diesen Schlauch haben. Preislich ist er okay. 13 mm Innendurchmesser reicht eigentlich als Druckluftsystem sogar für größere Geräte, die mehr Luft brauchen. Deswegen, also mehr muss man nicht machen und es gibt auch kaum mehr im normalen Druckluftbereich. Wenn man größere Anschlüsse haben will, braucht man natürlich dann anderes System. Aber man muss bedenken, die Druckluftkupplung hier, die haben ja auch nicht so einen riesen Durchmesser. Was nützt mir das, wenn ich mit einem 30er, sagen wir 30 mm Leitung da rangehe und dann habe ich nur diesen kleinen Druckluftanschluss, da kommt eh nicht mehr Luft raus. Vor allem, wenn dann der Schlauch von der Kupplung zum Gerät dann 9 mm oder nur ein 6 mm ist und nicht ein 13 mm, bringt man das ja auch nichts. Also ist das System eigentlich schon größer ausgelegt als benötigt, weil für ein bisschen Auspusten und Reifen braucht man eigentlich nicht den Durchmesser, aber preislich war der Schlauch jetzt nicht so viel mehr teurer. Oh, wir haben schon mehr Nebel. Also wie gesagt, was jetzt noch fehlt, ist der zweite Anschluss da. Diese Drucklufttrommel, die leider, wenn man eine gute haben will, sehr viel Geld ausgeben muss und das sehe ich im Moment nicht ein. Also mit diesen 40, 50, 60, 70, 80 Euro Trommeln kommt ihr nicht sehr weit, habt ihr nicht viel Freude. Da müsst ihr schon in Richtung 100 bis 200 Euro gehen. Da muss man erstmal gucken. Ja, also überraschenderweise schafft der kleine Kompressor diese 99 Liter in relativ schneller Zeit voll zu kriegen. Also es ist nicht in 30 Sekunden voll, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht und das hält das Ding auch gut durch. Und wenn die Kessel voll sind, habe ich schon mal ausprobiert mit der Ausblasepistole, da pustest du dir einen Wolf bis und geht nicht mehr, bis die 99 Liter raus sind und bis das Ding mal wieder anspringt. Das springt da schon bei 6 Bar an und pumpt wieder rein. Und wenn wir den zweiten dran haben, dann ist das sogar alles noch einfacher. Aber das ist ein anderes Thema, womit ich beschäftige, vielleicht auch relativ spät erst wieder, weil erstmal andere Dinge auch Vorrang haben. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Ich muss einfach gucken, was kaputt ist daran. Des Weiteren soll jetzt auch mal der Hubwagen fertig werden, ne? Schon mal so gespoilert. So, spaßhalber mache ich das Ding mal jetzt an und messe mal die Zeit, damit man das mal sehen kann. So, Kompressor läuft jetzt seit 15 Sekunden, er baut Druck auf. Sind wir jetzt bei 1,5 bar. Ja, ich berichte mal gleich, wenn er fertig ist, wie lange sie gedauert hat. So, wir haben 7 Minuten 22. Ist zwar keine Rekordzeit. Keine Rekordzeit beim Auffüllen des Kessels. Ich sag mal so, wie gesagt, die Idee ist, ich komme rein, mache die Schalter an, Kompressor springt schon an. Und bevor man überhaupt anfängt zu schrauben oder bereit ist dafür, man rast ja nicht hier rein und auch auf Bühne und ich muss jetzt sofort anfangen, da ist der Kompressor schon voll. Und ich kann ja immer wieder nur betonen, der Einsatzzweck dieses Kompressors ist ja nicht Schlagschrauber oder was auch immer, um am Auto was zu machen, sondern mal einen Reifen zu testen, also Druck zu testen, mal was abpusten und vielleicht irgendwann mal doch ein Druckluftwerkzeug, wenn es mal brauchen sollte, man weiß es ja nicht. Aber ja, gut, das war jetzt das zum Druckluftsystem. Ich hoffe, es war ein bisschen zu durcheinander und ihr konntet ein paar Sachen mitnehmen, wenn ihr selber so ein kleines System plant. Leider bin ich nicht ganz so auf dem Damm, dass das Video so ein bisschen detaillierter geworden ist. Das finde ich immer schade, weil das eigentlich ein ganz interessantes Video ist. Ich hoffe, ich habe soweit alles erklärt und gezeigt, dass euch das hilft. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob alles dicht ist, weil ich habe das Gefühl, hier oben zischt es leider raus, obwohl es eingeklebt ist. Da muss ich dann nochmal rausnehmen und normal einkleben oder gucken. Aber das sind so Sachen, die man ja nach und nach will ich sagen, rausfinden, aber die man nach und nach testen muss, dass auch alles dicht ist. Das System so. Und jetzt mal Schluss, sonst habe ich gar keine Stimme mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video, so wie ihr wollt, hoffentlich. Und ja, es geht voran mit der Halle. Puh,